Also auch die Scheibe, ne, also die Frontscheibe, die ist sehr groß. Und ich habe wirklich das Gefühl, ich bin vorne an. Also die Distanz ist trotzdem sehr kurz. Ne? Ja, schickes Plätzchen, oder? Sieht sehr toll aus. So, packen wir mal aus. Ah, ja, gerne. Schau mal hin. Boah, was ist geil, oder? Ja, das ist halt eine Heckgarage. War auch noch so ein Grund, dass wir so eine fette Heckgarage haben. Und wir haben einfach alles. Pass auf, ich gebe dir die Sachen mal. Ja, siehst du mal, was ist alles. Ich fähr das erstmal weg. Ja. Tischlein. Weißt du, was hier reinpasst? Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja richtig riesig groß. Ja, noch eins. So, wichtigste. Ah ja, die hat fürs Feuer gleich. Und pass auf, mein Rad zum Brötchen holen habe ich auch noch mitgenommen. Ja, vor allem, ich meine, passt alles rein. Ne? Kannst du unfassbar gut belasten, kannst einen Roller reinmachen, alles Mögliche. Im Winter kannst du Ski fahren, packst deine Sachen da rein, hast die Heizung, ist aufgewärmt und so. Beheizt auch. Beheizt auch, ja klar, natürlich. Stromanschluss, ne? Pass auf, geht aber weiter. Ne? Noch mehr. Ja. Feuerholz. Gibt's denn sowas? Hä? Auch nochmal ein richtig schönes Staufer. Vor allem kommst du immer dran, ne, von draußen. Ja, musst jetzt nicht Feuerholz immer dabei haben, aber wenn du andere Sachen hast, ne, die du tagtäglich brauchst, besser geht's ja nicht. Ne? So, und? Wir sind noch nicht fertig. Nein! Nein! Tür zu. Meine Radklamotten und alles mit dabei. Auch noch. Ne? Ich bin überwältigt. Also, wie viel Stauraum wir hatten. Auf der anderen Seite hast du ja, du kannst hier sozusagen komplett durchgreifen, weil das ganze Auto hat einen doppelten Boden. Ich zeig dir als allerletztes, gibt es jetzt noch innen was. Dann reicht's auch. Stau, weil dann habe ich Hunger. Direkt da vorne. Ah, der Vorratsraum. Bitte. Boah. Und das ist ja nur ein Kasten, ne? Da passen ja zig Kästen rein. Ja, da passt Wasser, die ganzen Getränke und so weiter. Alles das, was sonst so viel Stauraum wegnimmt, ne, hast du hier unten drin. Perfekt und so nah, gerade wegen dem Einstieg. Ja. Ich bin ebenerdig, muss ich mich... Ja, du kannst von hier außen das gleich reinpacken, ne? Ja. Ja, schön, dann lassen wir uns da jetzt gut gehen, oder? Ja, fangen wir an. So machen wir es.